Oh, hi! Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rasputins Vlog. Ja, heute haben wir eine Premiere, wenn man das so sagen will, denn das hier ist zum ersten Mal eine getapte Version. Also getaped sind die alle, ist logisch, aber dieses ist die erste Ausgabe, die nicht an demselben Tag produziert wurde, wie sie auch hochgestellt wird. Und Flughafenvideo. Ja, und das Flughafenvideo natürlich auch, aber das war so eine Spezialausgabe. War spät abend. Da war spät Abend, genau, und das ist jetzt, also zeitlich, eine Stunde nach dem letzten Video, auch wenn wir das jetzt 24 Stunden später hochladen oder der Ivan hochlädt, denn morgen, also heute, also das morgen im Morgen, ja, also da kommt nämlich meine Eltern zu Besuch, die kommen extra aus Moskau, machen hier eine kleine Europatournee und kommen einen Tag hierher und da muss ich auch noch putzen und so und dann kann ich mit Sicherheit auch kein Vlog drehen, deshalb ist also das hier jetzt vorgedreht. Also wenn ihr das hier heute seht, dann ist heute gestern und heute ist morgen. Ja, das ist ganz klasse, ja. Schönes Zeitspiel. Also deshalb konnte ich jetzt auch oder kann ich jetzt nicht auf die Kommentare eingehen, die ihr zu dem letzten Video abgegeben habt. Wenn überhaupt Kommentare sind. Ivan, es sind immer Kommentare. Weil die Leute interessieren sich auch dafür, was ich mache. Ja, also deshalb, oder auch die E-Mails konnte ich jetzt nicht beantworten. Tut mir leid. Trotzdem möchte ich euch natürlich heute nicht nach Hause schicken, ohne euer tägliches Rasputin-Frühstückchen. Ja. Aber ist doch Abend. Oder Abendstückchen, Abendbrot, je nachdem. Nach einer Mahlzeit soll man sich ja auch immer die Zähne putzen, gell? Und da habe ich etwas ganz Tolles für euch entdeckt. Auf einer Bahnhofstoilette war das. Go Fresh heißt das. Das ist eine Mini-Zahnbürste. Ja, eine Mini-Zahnbürste, die man so, auf der man kaut. Aber auf normale Zahnbürste nichts kauen. Nee, normale Zahnbürsten kaut man ja auch nicht rum, das schrubbt man ja auch. Ja, aber das ist jetzt so für Leute, wenn sie halt was gerade gegessen haben, ups, dann nehmen sie das und stecken das so. Hier steht, Bürste komplett in den Mund nehmen und einige Minuten über die Zahnflächen bewegen. Reinigt die Zähne und verleiht frischen Atem. Zahnpasta wahrscheinlich notwendig. Nach Anwendung ordnungsgemäß entsorgen. Ja, ich mach das jetzt mal. Also muss da ein bisschen drauf rumkauen. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Aber ich wollte das mal live jetzt bei euch, mit euch sozusagen. Schmeckt nicht so toll. Ja, Aber sieht gut aus. reinigt die Zähne, nicht? Naja. Ein Thema, was mir schon länger auf der Zunge liegt, über das ich jetzt auch noch mal sprechen möchte, ist Überwachung. Ja, also mir ist das erst wieder am Flughafen so richtig, als der Polizist mich angeschnauzt hat, weil ich da ein bisschen laut wurde. Aber du warst wütender. Ja, eben, das habe Auf ich ihm. mich wegen Ticket. Genau, richtig, das habe ich ihm dann auch gesagt, dem Polizist, hat auch Verständnis gehabt. Aber da wurde mir mal wieder bewusst, in was für einem Überwachungsstaat wir leben. Ja, also überall gibt es Kameras. Ja, aber du hast rumgebrüllt. Nichts Überwachung. Ja, aber man wurde ja überwacht, sonst hätte man mich ja beim Rumbrüllen nicht erwischt. Naja, also Entschuldigung, wenn ich das mache, aber ich muss das ja jetzt, weil ansonsten ist das ja umsonst gewesen. Und ich gebe ja nicht 2 Euro für nichts aus. 1 Euro. 2 Euro. Okay. Naja, zumindest, ich finde es immer wieder lustig, wie sich manche Leute darüber aufregen, dass es hier angeblich so viel überwacht wird. Man stellt mal vor, ihr habt eine Firma. Ja, ihr seid Chef einer Firma mit 10.000 Mitarbeitern. Und da gibt es immer wieder kleine Leute, die vertrauliche E-Mails weiterleiten, zum Beispiel an die Presse oder an die Gewerkschaft. Und ihr wisst nicht, wer das ist. Was macht ihr? Punkt A, ihr setzt euch in euer Büro und dreht Däumchen. Punkt B, ihr setzt euch in die Cafeteria und dreht Däumchen. Punkt C, ihr versucht herauszufinden, wer das ist. Haben die auch Kuchen in der Cafeteria? Wir haben da ganz guten Kuchen. Extra für so Leute wie du.
Aber wenn du jetzt Chef bist, also in verantwortungsvoller Position, da muss man natürlich versuchen herauszufinden, wer so etwas ist. Das ist in meinen Augen die Aufgabe eines Chefs. Das ist ja auch Wer ihr Kuchen Unternehmen. isst, oder? Der Chef isst auch Kuchen. Seine Sekretärin bringt das hoch in sein Büro. Okay. Und Ivan, ich habe dir schon mal gesagt, ich habe dir jetzt gerade eben vor dem Tape gesagt, misch dich nicht immer ein. Naja, zumindest, wenn es danach geht, ich würde meine Mitarbeiter auch abhören. Also jetzt nicht, weil ich sie ausspionieren möchte. Nein, es geht ja auch um das Wohl des Unternehmens. Ja, und wenn irgend so jemand jetzt sagt, hier, wir wollen Leute rausschmeißen, dann sollen das die Leute, die rausgeschmissen werden sollen, ja vorher auch noch nicht erfahren. Ist ja logisch. Weil sonst könnten die sich ja wehren. Aber wenn ich Chef bin, will ich ja nicht, dass sie sich wehren. Aber das ist ein ähnliches Thema wie das gestern. Also heute, also vor einer Stunde. Und da kann ich hier dieses System manchmal nicht verstehen. Ja, die Zahnpasta hier, die ist echt toll. Aber es ist ein bisschen umständlich, wie ihr sehen könnt. Mein Name ist Rasputin Sorosa. Und es würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Tschüss! Also Ivan, irgendwie, glaube ich, funktioniert das nicht.